Also, herzlich willkommen in Heidelberg-Schlierbach-Ziegelhausen. Der Anlass der Fahrt ist mal wieder geil ohne Ende. Meine Glückssträhne bei den Reisendenbefragungen setzt sich gnadenlos fort. So. War das daran lustig? Ach, der spielt, der hängt wohl nicht so in seinem Leben, der Kollege, wa? Wobei, er ist auch nicht besser. Ballert jetzt mit seinem Trekkingrad über den Bahnsteig. Lol. Ja. Aber wehe, dann passiert wieder was. Dann sind wieder die Bahnen schuld, ne? Ebenso auch mein gnadenloses Glück, immer einen beginnenden Schließvorgang zu haben, wenn man gerade zur Erzählung ansetzt. Also, ich habe nachher noch eine Befragungsfahrt von Heidelberg Hauptbahnhof nach Eppingen. Das läuft hier lang. Und man hat leider bauarbeitenbedingte Abweichungen, die über mehrere Wochen sogar gelten, leider nicht in die Vorplanung mit einbezogen, sodass aus einer Hin- und Rückfahrt wieder nur die Hälfte der Hinfahrt wird. Also wie ich das schon mal jetzt von Dillenburg nach Gießen hatte vor einiger Zeit. Ja, weil das halt eine Zweiertour ist. Mit zwei Mann kommt man natürlich trotzdem, damit der andere nicht umsonst da ist, sollte er da sein. Und damit das Ganze einen Sinn hat, falls überhaupt nichts zustande kommt, nehmen wir dann natürlich noch diese Anlage mit. Also, herzlich willkommen, wie gesagt, in Heidelberg-Schlierbach-Ziegelhausen. Das ist freie Strecke zwischen den Bahnhöfen Heidelberg-Altstadt, ÖZF Heidelberg in der BZ Karlsruhe und Bahnhof Neckargemünd, Fahrdienstleiter vor Ort im Spurplan Schnellberg. Gedeckt durch Blocksignale. Diese Anlage mit E-Gong, Lichtzeichen, zwei Halbschranken ergeben einen Vollschrankenabschluss, überwacht per Kamera. Und da ist, ich vermute mal, dass das dem Neckargemünder Fahrdienstleiter zugeordnet ist. Die Neckartalstrecke ist ab Neckargemünd von Ende Juli 23, was wir jetzt haben, bis Anfang November 23 gesperrt gewesen. Deswegen enden die S-Bahnen alle in Neckargemünd.
Und das ist, wenn die Strecke, auf der die Güterzüge weiterfahren, das heißt, die haben wir jetzt nicht, wir hätten aber auch sonst jetzt zumal Sonntag sowieso keine Garantie drauf haben gehabt. Also, es bleibt aber dennoch eine ganze Menge Regionalverkehr für uns über. Schild habt ihr jetzt gesehen. Schrankenantriebe sehen mir auch recht erneuert aus. Also die sind sehr leise. Die sind auf jeden Fall mal neu gemacht worden. Wir haben den RE10 AB der SWEG Bahn Stuttgart, ex Abellio Bavü. Von Mannheim Hauptbahnhof über Heidelberg Hauptbahnhof, hier ohne Halt nach Neckargemünd. Linienteil A fährt über Eberbach, Moosbach, Neckar-Elz nach Bad Friedrichshall Hauptbahnhof. Linienteil B über Sinsheim und Bad Rappenau nach Friedrichshall Hauptbahnhof. Von da aus dann gemeinsam wieder nach Heilbronn Hauptbahnhof. Durch die Neckartalsperrung sind alle Fahrten als 10B ausgewiesen und fahren über Sinsheim. Talent 2, Baureihe 442, 3 oder 5-teilig oder im Verbund, aber vor allem hauptsächlich von Bombardier geliehene Talent 3, die ursprünglich mal für die ÖBB gedacht waren, unter Baureihe 6442 in 6-teiliger Ausführung. Wobei deren Zuverlässigkeit auch Formsache ist, leider. Ansonsten die S1 der S-Bahn Rhein-Neckar von DB Regio Mitte über Homburgser Hauptbahnhof, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen, Mannheim, Hauptbahnhof, Heidelberg Hauptbahnhof, Heidelberg, Schlierbach, Ziegelhausen, jetzt nur bis Neckargemünd, ansonsten noch weiter über Eberbach, Moosbach nach Osterburken, ET425 einzeln und doppelt, wobei ich glaube, jetzt am Sonntag werden wir nur Einzeltraktionen sehen. Die S verkehrt stündlich, ergänzt zum Halbstundentakt durch die S2 im Abschnitt von Kaiserslautern bis Moosbach, beziehungsweise jetzt nur Neckargemünd. Und dann noch die S551, beginnend in Heidelberg Hauptbahnhof, über Neckargemünd bis Meckesheim. Dort wird dann einmal in der Stunde Sonntag, sonst auch halbstündig geteilt. Der Zugteil der S5 fährt weiter, wie er da jetzt ankommt, aus Sinsheim, Eppingen, in der Woche sogar teilweise bis Bad Rappenau. Der hat jetzt keinen zweiten Teil dran. Ansonsten wäre das noch der Zugteil der S51 über Weibstadt bis Aglasterhausen. Thank you.
Also, in meinem Erhebungsplan steht Heidelberg Hauptbahnhof verbindet dann Schluss ist, und weil halt auch die Fahrt zurück logischerweise dort aus einsetzen kann. So, ich bin nur hier unten, weil das eine Fahrt für 2 Minuten ist. Das wäre der womöglich eventuell gegebenenfalls steht, nochmal gegebenenfalls auch unwissend dieser Situation, dass der nicht umsonst da war und hier kein Malus bekommen habe. Ja? Also Eigenverschuldung ist gut. Ja, damit es einigermaßen Sinn hat, habe ich die Kamera dabei und gucke mir jetzt hier den Film mit dem Gut in Heidelberg-Schlierbach-Ziegelhausen. Das ist die Strecke ins Neckartal.
Ich sehe gerade, abends fahren einige Fahrten als S4 im Moment bis Schifferstadt. Ob das jetzt bedingt der Bauarbeiten oder planmäßig ist, weiß ich nicht.
Was klebt da vorne an der Schranke dran? Nett hier. Das ist doch die Baden-Württemberg-Werbung, ne? Ich guck noch mal eben genauer drauf. Ansonsten ist das hier die letzte Aufnahme in Heidelberg-Schlierbach-Ziegelhausen. Danke fürs zu dabei sein, zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Lützi? Damit ist der Braunkohle-Revier Lützerath mit gemeint. Also hat das jemand da drauf geklebt, eine Aktivistin oder ein Aktivist, der so ein bisschen Abneigung gegen Braunkohle hat. Jetzt sehe ich das mal. Da, wo ist es? Da klebt das gleiche nochmal. Fällt mir jetzt erst auf. Finger, du alte Penntüte.